Du schwimmst wie eine Schildkröte, aber echt. In ein paar Sekunden hätte ich dich eingeholt. Bitte, ich habe dich locker geschlagen. Ich muss wirklich protestieren. Ihr zwei habt mich einfach geschnitten. Cleo, du lagst so weit zurück, ich hatte vergessen, dass du dabei bist. Es geht schließlich nicht nur ums Gewinnen. Das sagt sich als Letzte leicht. Auf dem Rückweg schlag ich dich. Na dann, los! Ich bin schneller als du. Wie oft muss ich dich noch schlagen, damit du es begreifst? Das ist doch keine heiße Schokolade. Das ist lauwarme Schokolade. Die sollten lauwarme Schokolade auf die Karte schreiben, wenn sie die so servieren. Danke, Ricky. Au! Ricky, zu heiß! Versuch's jetzt. Perfekt. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Na toll. Ich tu mal so, als wärst du interessant. Hi. Das heißt, du bist nicht daran interessiert, wie ich euch heute vor dem Vollmond beschütze. Kannst du das denn? Womöglich. Ach, hört doch auf. Jeden Monat erwischt der Vollmond einen. Und dann geschieht etwas Verrücktes. Ja, aber eine gute Vorbereitung ist schon mal die halbe Miete. Klar, Louis, aber wir sind vorbereitet. Ja, ich habe meine Vorhänge angetackert, ist alles licht und durchlässig. Und ich werde mich in meinen Schlafsack packen und dann noch die Decke drüber ziehen. Und mein Schlafzimmer ist auch abgedichtet, und zwar perfekt, Louis. Wir dürfen auch kein gespiegeltes Mondlicht sehen, vergesst das. Hört auf, also ich habe alles voll im Griff. Ich habe gerade eine neue Astronomie-Software runtergeladen. Mit der kann man den Nachthimmel von jedem Ort der Erde aus sehen, sie ist wirklich sehr genau. Ich habe die Theorie, dass die Macht des Mondes über euch irgendetwas mit der Planetenkonstellation zu tun hat. Und kannst du was dagegen unternehmen, Louis? Ich muss die Stellung des Mondes in Relation zu anderen Himmelskörpern berechnen, um meine Theorie zu belegen. Ich versteck mich doch lieber in meinem Schlafsack. Ja, Louis, danke, aber wir brauchen deine Hilfe nicht. Ach, wirklich? Mondaufgang ist exakt um 20.37 Uhr und Monduntergang um 7.59 Uhr. Ich hab's berechnet. Seht ihr, es hat schon seinen Grund, dass man mich Mr. Kompetenz nennt. Niemand nennt dich so, Louis. Das kommt aber noch. Was machst du in meinem Zimmer? Ich will mir nur das hier ausleihen. Kommt nicht in Frage, das habe ich ganz aber neu. Aber ich hab nichts zum Anziehen. Ich will doch nicht wie ein Loser aussehen auf meinem ersten richtigen Konzert. Ich will cool aussehen. Ist nicht mein Problem. Such doch mal in deinem eigenen Schrank. Verzieh dich! Hey! Nur weil Mom und Dad sich getrennt haben, heißt das nicht, dass du hier zu bestimmen hast. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ach ja? Hör zu. Du hast in meinem Zimmer nichts zu suchen. Dad! Cleo will mir einfach nichts ausleihen. Cleo, wir müssen das jetzt mal klären. Ja, sag ihr, sie hat in meinem Zimmer nichts zu suchen. Sag ihr lieber, sie soll nicht so egoistisch sein. Kinder, bitte. Ich fand's besser, als eure Mutter sich um sowas gekümmert hat. Das heißt nicht, dass wir nicht auch zu dritt klarkommen, oder? Cleo, du gehst morgen mit Kim zum Konzert. Ich? Was? Ich finde die Dysfunctionals blöd. Eure Mutter hat zwei Karten für dieses Konzert besorgt, bevor sie... Naja, bevor sie gegangen ist. Dad, es ist nicht deine Schuld. Deine Mutter hat sich entschieden, Cleo. Aber es geht jetzt nicht darum. Ich habe morgen eine Sitzung der Fischereigenossenschaft. Wir müssen jetzt einfach füreinander da sein. Und zwar mehr denn je. Jemand muss sich um Kim kümmern während des Konzerts. Ich würde lieber allein gehen. Das kommt nicht in Frage. Du gehst mit ihr. Aber alle meine Freunde werden da sein und keiner von denen hat seine große Schwester zum Aufpassen dabei. Ich bin doch kein Baby. Doch, das bist du. Nein, das bin ich nicht. Hör zu, Kim. Cleo wird dich morgen begleiten. Das steht fest. Jetzt hol deine Sachen, sonst kommst du zu spät zum Sport. Schon gut. Ich hasse dieses Ding. Es spritzt mir immer ins Gesicht. So ein Mist. Was ist denn damit los? Vielleicht war es nur zu voll. Komm schon, ist doch bloß Wasser. Wir warten. Wie sieht's aus? Tja, ich habe mir sämtliche Daten angesehen. Unter Einbeziehung der Gravitationskräfte, dem Mondgezeiteneffekt. Und ich bin noch nicht fertig.
Louis, wie viel hat dich dieses Programm gekostet? Wie gesagt, ich hab's aus dem Internet runtergeladen. Ja, aber wie viel hat es dich gekostet? 24,95? Louis, man hat dich abgezockt. Oh, kommt schon. Leute, da ist wirklich was dran. Ich weiß nur nicht, wieso der Mond ausgerechnet so auf euch wirkt. Das ist seltsam, ehrlich. Seltsam, ja? Danke, Louis. Unser Treffen hier war also völlig sinnlos. Wie auch immer, Leute, es wird langsam Zeit. Wir sollten nach Hause gehen und uns einschließen. Ganz ruhig. Wir haben mindestens noch eine Stunde, bevor der Mond aufgeht. Rumsitzen und warten. Ich gehe nach Haus. Ich auch. Hey, denkt ihr, wir haben noch Zeit, uns einen Burger zu holen? Ich habe echt Hunger. Ricky! Nur ein Scherz. Louis, wir gehen dann mal. Ruf uns alle drei an, sobald der Mond aufgeht. Ja. Es ist wirklich wichtig, Louis, sieh nach uns. Falls irgendwas passiert. Ja, ich bin für euch da. Wir gehen jetzt nach oben und machen eine kleine Kissenschlacht in unseren Pyjamas. Kommst du mit? Mhm. Klingt interessant. Hoffnungslos. Beeilt euch und macht keine Umwege. Tun wir ganz sicher nicht. Viel Glück. Euch auch. Was ist? Der Planet Venus liegt am nächsten, man kann ihn mit bloßem Auge sehen. Interessant. Halt die Zeiten. Die kann nicht stimmen. Ah, ich hab's. Koreanische Software, koreanische Zeit. Also der Nachthimmel hier ist genau eine Stunde früher. Das heißt, der Mond ist schon aufgegangen. Leute, ihr... Mädels? Leute! Wow, 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 wow! Stopp! Guckt nicht aufs Wasser. Dreht euch um und kommt mit ins Haus. Gut, ich bin's. Louis, euer Freund. Nein, 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 tut das nicht. Ihr macht alles nur noch... schlimmer.